kann jetzt eh nichts nehmen. Dieses Reh hat Glück gehabt. Außer du möchtest es holen. Ja. Hallo, liebe Werkbank. Scrappen, scrappen. 1000 Teile hier auseinandernehmen. Kann man 100 Mal noch zum Händler fahren. Können Sie auch mal so einen großen Schrank hier hinstellen zu verkaufen. Weiß nicht, aber sind sogar zwei drin. Und links neben der Lampe. Das, der Kater war's. Einigen wir uns doch einfach immer auf der Kater war's. Aber mega gut. Wir hatten ganz viele Sets hier mit der Strahlenrüstung. Hatten aber bisher immer, dass uns die Hose fehlt. Und ich habe jetzt 4 Hosen gefunden. Ne, 3. Jetzt fehlen uns Stiefel. Ah, ich scrap mal ein paar von den Dingern noch. Also wenn wir 4 komplette Strahlenanzüge haben, reicht das, glaube ich. Da können wir zwischendurch nochmal einen verlieren. Und wenn wir später eine Titanrüstung haben, hat die den Strahlenschutz schon inklusive. Wahrscheinlich der Geier, der dich angerotzt hat. Das Bing ist Nachricht in Steam. Alt-Tab. Und dann hast du unten die Taskleiste, da wo es blinkt. Boah. Guck mal, und du schießt nach vorne und hinter dir ist ein Loch im Boden. Boah, krass. Eine Million Teile und 1, eine Million Teile und 2.
Ich bin doch auch gleich raus. Also auch noch die Quest offen, zum Händler zu fahren, ne? Vielleicht Caps Lock an? Ja, Großschreibmasse an, glaube ich. Nee. Alles mal wegsortiert, das ist 5 Millionen Jahre und 1. Hallo Onyx. XML-Dateien sagt mir jetzt nicht mal richtig. Ach, das war doch die. Ja, bedingt. Ich musste schon mal, weil das Spiel nicht geladen hat, musste ich mir die schon mal raussuchen und umschreiben und da was rausnehmen. Oder was für Dateien meinst du genau? Tausend Sachen, die ich irgendwie immer wieder neu anfange, aber ich werde die nicht los. Und das ist dann so ein Rest, den ich einfach in die Kiste schmeiße und irgendwann mal sortiere. Ah, guck mal, hier ist einfach voll. Aber wir fahren jetzt gleich erstmal zum Händler und verkaufen den ganzen Scheiß, den wir hier nicht brauchen. Ich stehe nur schon mit dem Truck hin. Kann man den Kofferraum gleich schon mal beladen. Es wird etwas mehr. Jo. Ich habe Munition von dir hier im Inventar. Krass. Deine Munition, 295 Stück gelootet. Das ist natürlich auch schön, weil wir sie nicht erst herstellen müssen. Das einmal durch und dann müsste es ja irgendwohin verschwinden, was da noch da ist. Komm wieder in die Kiste. Ah ja, das bringt auch Plastik beim Scrappen. So, ja, hier ist vielleicht noch vieles. Ich
Klass Teamaus, also guck mal. Da ist so direkt ein Schwung weggegangen. Keine Ahnung, was es war, aber es war ein ganzer Schwung voll. Jetzt gucken wir erstmal Munition. Ich bin mir nicht sicher, ob was alles verkauft hat. Bringt jetzt auch nicht so ewig viel. Und wir brauchen das Gold eigentlich auch nicht. Das sind alles Pfeil, Feuerpfeil und das. Okay, machen wir die einfach untereinander. Haben wir das hier schon mal ähnlich? Schön, dass die Kacke bei der Munition zugeordnet ist. So, dann haben wir bei den Sachen überall ein bisschen Luft, können wieder aufstapeln, dass da nichts zu voll ist. Waffen und Werkzeuge hier, den ganzen Schlump können wir wegbringen. Er wird wahrscheinlich gar nicht so viel annehmen, wie ich jetzt gleich an Kram mitbringen. 238. Hier, da haben wir schön Kohle drin. Einfach alles mal mitnehmen, was wir sonst scrappen würden. Das oben muss alles noch irgendwie wegsortiert werden in irgendwas. Oh, die 16 Knöpfe können wir stapeln mal hier. Die machen wir ein andermal. Das ist definitiv da. Und ja, das hatten wir damit dran. Kleidung, Rüstung. Oh, das hier ist noch Medis. Medis. Also ich selber brauche eigentlich hauptsächlich die Verbände. Dann reicht mir das. So, hier kommt wieder das Auto hin. Munitionssorten. 135 bringt der blöde Schockstart nur. Ja, wahrscheinlich auch, weil er halb kaputt ist. Wenn es dann eben einfach nur kaputt ist, dann bringt es halt auch nicht so viel. Und Gärungsalkohol, ja. Ah ja, das. Oh hier. Dann nehmen wir lieber das Plastik. Den Rest müssen wir einfach endlich mal verwerten. Oh, Munition haben wir auch hier. So. Ja, sieht auch schon mal ganz gut aus. Munitionsherstellung. So, und die geht da. Gut. Für die, die dazu gucken, ihr könnt mir auch einen riesen Gefallen tun, indem ihr unter dem Streamfenster auch auf Follow klickt. Das hilft mir auf alle Fälle weiter und da wäre ich sehr dankbar für. Munitionsherstellung. Ja, wären wir alles noch los hier. Organisch. Gut, die Militärfaser ist jetzt nicht organisch, aber. Und die Naniten packen wir mal hier mit rein. Ach, es waren vielleicht doch keine Dämonen, sonst hätte ich so eine dämonische Essenz, glaube ich, auch finden müssen. Schwierig.
Level mal hier den Kleinkram. Alles weg, alles weg. Hier mal zwei große Knarren. Aber da, wenn wir noch eine Werkbank bauen, ist es ganz okay, die zu halten. Weil die müssen da als Werkzeuge rein. Zwei Bohrer. Das kann weg, das kann weg, das will auch keiner, das auch nicht. Die sind nicht zu verkaufen. Verändern. Die Bögen benutzen wir so gar nicht. Modifications. Da können wir auch mal zu lang. Diese ganzen Schlagdinger, die auf. Genau, und Lampenmods. Oh, bringen immerhin 300 irgendwas, ne? Die haben schon stolze Preise, das ist ganz okay. Waffen und Werkzeuge. Dann tauschen wir die noch gegen die aus. Kein Verkaufspreis. Oh ja, komm. Weg. Das ist alles schon ein bisschen aufgeräumter. Eigentlich? Nicht. Wo ist denn? Ach so, weil du runtergefallen bist. Du hast einen Modifikationsplatz verloren. Dann mach mal verändern. Und tausch den mal aus mit der Stange hier. Oh, der Stange da. Das bringt ein bisschen mehr Handling, wenn du nicht zielst. Aber im Regelfall hast du ja rangezoomt. Diamanten behalten wir mal, da können wir was draus bauen. Den Rest nehmen wir mit. Da können wir auch welche verdickern. Mehr als drei brauchen wir da bestimmt nicht. Bei Bauen hast du die Nagelpistolen drin, deswegen finde ich die beiden Werkzeuge mit denen immer nicht. Ach so. Ja. Dann habe ich das wohl getan. Was haben wir hier noch? Irgendein Krempel, den wir nicht bauen. Ja, den Turm können wir noch verkaufen. Brauchen wir alles. Alles immer. Aber mit der Munition, was haben wir da jetzt so verschossen? 1000, 1500? Das ging ganz gut eigentlich noch, ne? Da
Dafür, dass wir wirklich die ganze Nacht durchgeschossen haben. Oh, ich habe mal aussortiert, was wir nicht mehr brauchen. Der hat es dir angetan, ne? So, dann fahren wir einmal zum Händler. Und ich gucke auf der Karte nochmal, wo der ist. Ach so, stimmt, du hast. Ja, mach mal die Quest an. Guck mal, in welche Richtung er den anzeigt auf dem Kompass. Ach so, ja, dann weiß ich wo. Gut. Polizeiwagen, die hier rumstehen. Schlimm. Stopfen die ganze Straße. Mit der Katze. Kleine Erdhügel. Hey Leute, wir bringen das coole Zeug. So, ich hab's ja eben im Inventar. Nun packe ich den Jeep auch wieder ein. Nicht, dass der Jeep hier wegkommt. Oh, der haben da schlau gemacht. Du kannst den Jeep nicht verkaufen. Ich brauche eine andere Farbe für meine Stiefel. Das sieht komisch aus. Können wir auch später mal gucken mit den Quests. Dann gibt er dir, hier geht zu dem Haus und säuber das, dann startest du es und dann musst du einfach alles in dem Haus töten. Das ist auch eigentlich ganz cool. Was hast du denn vorhin dagegen genommen? Ja, dann geht's auch nicht weg. Du musst Antibiotika nehmen. Bei dem Grad reicht Honig nicht mehr aus, aber alles gut. Die Antibiotika helfen, bis du 25% überschritten hast. Dann ist das so stark, dass du mehrfach Antibiotika nehmen musst. Also einmal regeneriert 25%. Ich weiß nicht, ob wir genug Geld haben dafür. Dem habe ich schon so viel Scheiß gegeben, will er nicht mehr. Also wird so eng. Medizin, Chemikalien. Naja, hat er nicht. Aber wir haben bei uns genügend. Der hat nichts. Ja, kaum einer von denen schießt, wenn es drauf ankommt. Höchstens auf dich. Und das können sie dann gut.
natürlich auch noch eine schöne Idee. Statt der normalen, statt dieser Schrottgeschütze auch noch die normalen Maschinenpistolen, Geschütztürme. Wenn sie dann die kleine Pistolenmunition, die wir sowieso nicht mehr brauchen. Aber solange wir so gut durchkommen wie jetzt, haben wir ja da ja noch Luft zu. It's been a real pleasure. Oh, ich habe auch You die watch ganze yourself out Werkzeug und so there. nicht mitgenommen wieder. Yep. Warte, ich guck, wie es ihm geht. Was? Ein Zombie ist platt, wenn du überfährst. Ein Reh bei dem Truck. Also, ich meine ja nur, wie kann das Reh nicht Fratze sein? War da was? Also den Hasen zu überfahren, das hätte ich jetzt echt nein. Von mir aus ein Reh, ein Bär, ein alles, aber nur nicht den armen kleinen Hasen. Wir können mal gucken, wie weit wir in dem Labor da hinten kommen. Da geht's dann aber auch schon rum. Ich glaube, da sterben wir noch ein paar Mal. Ja, der Keller, also wenn es gut läuft, also was heißt nicht gut, aber aller Erwartung nach müsste der Keller voll mit Dämonen sein. Also wenn uns irgendwann mal das Messing ausgeht, ne? Diese Coins bestehen quasi nur aus Messing. Wir haben ja also ein bisschen Vorrat für normale Munition liegen. Das lief doch schön. Ich freue mich immer noch. Das hat alles sehr gut geklappt. Wir haben ja auch keine roten Eintrittskarten. Ich glaube, daran wird es alleine schon scheitern. Werden wir nicht viel Türen öffnen können. Sterben? Nee, gut. Ist echt gut rangekommen. Aber wir waren vor 90 auf alle Fälle, bevor wir. Ja, und du warst irgendwo auf 700 Kills. Also waren so 400 Zombies, die jeder gebraten hat in der Nacht. Meine Schuhe brauchen eine andere Farbe. Grün, braun.
mit so einem Militär-Rotztan-Ding. Schon besser. Aber sonst geht's. So, Händler haben wir. Was können wir noch Gutes tun? Palündern. Palün, palün. Polizeistation, glaube ich. Oder? Nee, es war mal ein. Was wir hier noch Schönes haben? Die Papiermühle. Mal gucken, wie viel Plastik wir da drin finden. Was tut sie? Gar nicht. Sehe ich nicht. Vielleicht kannst du jetzt bei sowas hier, wenn wir durch die Häuser gehen, auch die Shotgun gut nehmen. Oder hast die? Doch, hast du dabei, ne? Ja. Dann kannst du die, die Fähigkeit für die Waffe trainieren. Oh, anscheinend das Gebäude wecken. Aber hier war ich. Ich glaube, hier war ich schon mal. Aber nee, dann werden die ganzen. Nö. Okay. Dann gibt es das Gebäude hier in der Nähe zweimal. Lass uns doch hochgehen. Sehr geil. Da ist nichts mehr drin. Alles auseinander schrauben.
diese kleinen Lampen in die Ecke bringen auch noch Plastik. Müssen wir halt echt einfach drauf achten, dass wir überall alles Plastik mitnehmen, was wir finden. Dass wir dann für die nächsten Male auch echt Munition haben. Ich glaube, der hat sogar noch eine drüber. Die Wand schon. Hallo? Hallo? Zack. Schäm dich. In Grund und Boden. Hier geht's noch ein, hör. Bächefels. Definitiv hat da draußen was ganz Doofes geschrien. Ganz prima. Nochmal aufs Dach. Oh, cool. Ja, dann gehen wir mal unten zum Streamer, ne? Hehe.
draußen. Oh ja, und sie hat geschrien. Ganz unten, ja. Mal einen Putzelbaum noch mal gemacht. So. Ich schmeiß mal am besten behalten wir die Sachen, die stacken können, und tun nur die seltenen oder Einzelsachen hier ins Auto. Das sind ja die, die uns dann hauptsächlich den Platz hier wegnehmen. Dass ich jetzt hier bei mir habe, sind alles Sachen, die wir sowieso wieder aufstapeln. Da brauche ich die auch jetzt gar nicht in den Truck schmeißen. Den Geldbeutel. Und dann Taschenlampen, Motor und den Kram, alles. Scrappen direkt. Ja, also so Sachen, die ich jetzt nicht glaube, sofort wiederzufinden. Komm, wir stehen jetzt 3 Meter weiter und gehen dann noch ins Hotel. Jetzt bestimmt in jedem Hotelzimmer einen Fernseher an der Wand, der Plastik bringt. Umweltfreundlich. So, wir sind da. Wassergläser.
raus, was das trinke ich dir einfach, damit wir die leeren Gläser einfach nur haben zum Hochstapeln. Eine schöne Lobby. Ja. Du den rechten, nicht den linken Flur. Hat jeder, glaube ich, zwei Zimmer. Ich glaube, hier ist ein Office. Ja. Alles absolut logisch. Geht das vielleicht im Kreis? Ah, okay. Ah, da ist die Gitter zu dem Ding mit dem reinwachsenden Baum. Okay.
einfach nur einmal im Kreis hier. Ah, okay. Gut, gut. Dann gehen wir eine Etage höher. Das elektrische Parts haben wir, wenn wir hier rauskommen, jede Menge. Bei dir ist das Quake. Wir werden es irgendwann merken. Nein. So, hier bist du auch schon dran. Das war ziemlich nah. War der bei uns oben, der Screamer? Oh ja, ich höre es auch schon. Ja. Hämmert es immer noch.
du noch mehr los? Ach so. Oh, oh. Da will man nichts ahnt, den Bär häuten gehen, und dann kommt sowas. Was ist jetzt hier draußen? Feiern. So, hätten wir das auch geklärt? Auf die eine oder andere Art? Das ist ordentlich, ja. Soll ich das ein andermal machen? Na gut. Das Auge aus, wie schon in der Kurve rausgesprungen. Hätte noch so eine Stuntrolle zum Abrollen gefehlt. Habe ich total viele gefunden. Na gut. Einige. Jetzt auch nicht die Welt. Was man in dem Spiel an Zeit für Sortieren der Dinger verbraucht, ne? Acht von ein Mensch tört. Brauchen wir aber nicht, wir haben 125 in der Waffenkiste liegen. Warum auch immer einer von uns auf die Idee kam, die da reinzutun. Weil so, wenn es auf dem Boden liegt, damit kannst du schon eine schlagen. Ey, wenn du diese Holzkeule machst, hat die ungefähr dieselbe Form. Warten, bis trocknet und dann noch eine schöne Gravur reinschnitzen. Aber wenn du dann geschlagen bist, kannst du sagen, das tut scheiße weh.
Sehr schön. Dann, tschüss.